Ja, herzlich willkommen auch von mir nochmal in Integrisches Denken, unsere Beteiligung vom BMBF, Vertreterin der OER-Community, der Länder und der Wissenschaft, über die unterschiedlichen Sichtweisen auf den strategischen Einsatz von OER zu diskutieren und auch die Desiderate zu benennen. Der Fokus liegt dabei auf dem Kontext Schule und den damit verbundenen Möglichkeiten, OER zu erstellen, zu teilen, zu speichern und zu verändern, sowie den sich verändernden didaktischen und technischen Anforderungen und Infrastrukturen in der Digitalität, aber auch der Weiterbildung der Lehrkräfte. Und wir haben eine Podiumsdiskussion mit 4 Expertinnen und Experten, die ich Ihnen gleich vorstellen werde. Wir haben diesmal mehr Johannas als Männer im Panel. Das kommt auch durch eine kurzfristige Absage und Vertretung. Da bitten wir um Verständnis für. Ja, 20% haben wir uns gedacht, der Diskussion gehören der Community. Das hat Joran gerade schon erklärt. Das heißt, bis 12 Minuten vor Schluss, dann haben wir Zeit für Ihre Fragen über Mentimeter. Ihr könnt die jederzeit schon stellen und voten. Wer gestern Abend dabei war, kennt das schon oder auch die letzten 2,5 Jahre mal online bei einer Veranstaltung teilgenommen hat. Der Timer ist gesetzt noch auf 19.48 Uhr. Vielleicht sollte ich den ein bisschen zurücksetzen. Machen wir mal auf 19.55 Uhr. Dann klingelt hier mein Timer und wir gehen auf Mentimeter. Ja, ich bin doch zu schnell gelaufen. Aber wir starten mit einer kurzen Vorstellung der Expertinnen und Experten, die uns dann mit ihren Thesen auf verschiedene Aspekte führen, die strategisch zu berücksichtigen sind. Insofern sage ich einmal Hallo an Monika Pieper aus NRW Düsseldorf. Sie arbeitet im Ministerium für Schule und Bildung in Nordrhein-Westfalen im Referat Lehren und Lernen in der digitalen Welt, Medienberatung Lernmittel. Und ich habe immer gefragt, was sind denn Ihre Berührungspunkte mit OER im Arbeitskontext? Und da hat Frau Pieper ganz ehrlich geantwortet, OER spielt eine eher untergeordnete Rolle, aber sie kommt aus einer Schule, in der bereits vor Jahren und Jahrzehnten Materialien geteilt und auch gemeinsam erarbeitet wurden. Auf dieses Thema Labeling, was ist OER, wann darf man es so nennen, kommen wir vielleicht später auch nochmal zu sprechen. Dann ein herzliches Willkommen an Dr. Johanna Schulze, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität Paderborn, genauer an den Lehrstühlen für Schulpädagogik sowie allgemeine Didaktik und Schulpädagogik unter Berücksichtigung der Medienpädagogik. Und für sie ist OER sehr präsent in der Forschung. Mit Fragen rund um OER beschäftigt sie sich derzeit im Rahmen der Forschung zu phasenübergreifend arbeitenden Community of Practice zum Themenfeld medienbezogene Schulentwicklung in dem Bund-Länder-Programm Qualitätsoffensive Lehrerbildung. Genau. Dann haben wir Professor Olaf Sawacki-Richter. Er ist Direktor des Center of Open Educational Research, CÖR, an der Karl-von-Ossietzky-Universität in Oldenburg, Niedersachsen. Er beschäftigt sich mit Open und Distance Learning seit über 20 Jahren. Aber nicht im Schulkontext, sondern im Bereich der Weiterbildung, Lifelong Learning und in der Hochschulbildung. Am Center for Open Educational Research spielen in verschiedenen Projekten OER eine Rolle. Und Herr Sawacki-Richter ist zudem Mitglied des Direktoriums des Center für Lebenslänges Lernen, C3L, wo ganz praktische Projekte zur Entwicklung von digitalen offenen Lernmaterialien laufen. Und dann haben wir noch Dr. Johanna Teves hier im Podium von der Behörde für Schule und Berufsbildung in Hamburg, Stabsstelle Digitalisierung. Eine zentrale Aufgabe der Stabsstelle Digitalisierung ist es, Strukturen und Formate zu schaffen, in denen Schulen bedarfsspezifisch und nachhaltig in ihrem Digitalisierungsprozess begleitet werden und dass natürlich die praxisorientierte Entwicklung und Bereitstellung von OER-Materialien hier in zahlreichen Projekten erfolgreich erprobt, so beispielsweise im Digital Learning Lab. Frau Teves nutzt OER-Materialien aber auch selbst gern zur Unterrichtsgestaltung, sowohl frei aus dem Netz als auch schulintern und ist auch im wissenschaftlichen Bereich gerne dabei, Texte unter CC-Lizenz zu veröffentlichen. Ja, herzlichen Dank, dass Sie alle da sind. Ich freue mich sehr auf die Diskussion, aber die Podiumsdiskussion heute soll nicht unserer Unterhaltung dienen, sondern vor allem dem BMBF eben auch wichtige Impulse für die Ausgestaltung der OER-Strategie liefern. Das BMBF will mit dem Panel und vor dem Hintergrund der Lernenden-Strategie. Ah ja, jetzt haben wir hier Bewegungssensor. Das ist auch schön. Also, Lernende-Strategie. Das heißt, das BMBF möchte hineinhören in die Landschaft und diesmal eben exemplarisch in die Länder und die Wissenschaft.
Vernetzung und Community Building, Community Development, das steht aktuell fürs BMBF im Fokus. Deswegen ist auch gerade dieses OER-Camp und deswegen ist auch dieses Panel beim OER-Camp zu dem Thema da. Und deswegen möchte ich Sie ganz herzlich ermutigen, hier kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Ja, wir freuen uns, wenn konkrete Erfahrungen, Szenarien, Formate, aber auch offene Fragen zu OER, OEP ins Rampenlicht gesetzt, also von Ihnen angesprochen werden, die aktuell und langfristig wichtig erscheinen, um die Potenziale von OER wirksam werden zu lassen. Vielleicht können Sie auch sagen, was Sie als Länder und Wissenschaft zum Gelingen der OER-Strategie beitragen und was Sie vom BMBF dafür erwarten. Ja, und es ist auch kein Schulcamp, sondern ein OER-Camp. Zwar ist der Fokus auf der Podiumsdiskussion auf Schule, aber auch hier gilt, wie können wir manchmal über Schule hinausdenken? Wie kann OER dazu beitragen, mögliches Silo-Denken in der Schule aufzubrechen? Was muss OER leisten, um da auch erfolgreich zu sein oder einen Unterschied zu machen? All das kann natürlich auch zusätzliche Impulse für die Themenwerkstätte zur OER-Strategie liefern, die morgen stattfinden. Also, jetzt habe ich lange genug geredet und los geht's. Frau Pieper, Sie haben gesagt, Sie vertreten die These, die Kultur des Teilens hat grundsätzlich Bedeutung für die Digitalisierung, nicht nur bei OER. Da sind wir ja direkt zum Themen in der Thematik Kulturwandel. Das betrifft die Institution, Schule und Bildung, betrifft auch die Frage, welche Rolle spielt OER im Kulturwandel für die digitale Bildung. Das BMBF sagt in seiner Strategie, OER sind ein wesentliches Instrument für den Kulturwandel in einem zunehmend digitalen Bildungssystem. In der Strategie steht aber auch, dass fehlende Rechtssicherheit oftmals dazu führt, dass das Teilen rein informell geschieht. Heute auf dem Barcamp gab es eine Session zu Policies und da gab es die Frage, braucht eine Schule überhaupt eine OER-Strategie? Und da würde ich doch Sie gerne mal fragen, Frau Pieper, wie beurteilen Sie die Situation an den Schulen? Wie gehen Sie in NRW vor, um das Teilen zu befördern? Welche Rolle spielen OER dabei? Mangelt es an Rechtssicherheit? Das führt ja dann auch nochmal zurück auf die Frage, die Sie ja eingangs auch sozusagen gesagt haben, des Labelings, ne? Also ist Teilen an Schule eigentlich das Normalste, aber wir haben noch nie diese Sache als OER bezeichnet? Oder welche Unterstützung hätten Sie vielleicht auch mal von Land oder vom BMBF benötigt, um OER an einer Schule zu erstellen und offiziell zu teilen? Das sind eine ganze Menge Fragen. Ich fange mal ganz vorsichtig an. Ich glaube, dass das Teilen ist nicht in der Tradition von Schule verankert. Schule ist traditionell ja eher so, dass Lehrkräfte ihre eigenen Dinge machen und Dinge für sich behalten, Bücher bestellen und nutzen. Aber das Teilen von Materialien ist nicht die Normalität an Schulen. Und ich glaube, dass das Thema Teilen tatsächlich ein wesentlicher Aspekt von Digitalisierung ist, so wie ich es geschrieben habe. Es geht ja nicht nur um das Teilen von OER, sondern es geht letztendlich darum, dass Digitalisierung Teilen erstmal auf einer ganz anderen Ebene ermöglicht. Das heißt, Schüler können ihre Ergebnisse sehr viel schneller teilen. Man kann besser miteinander kooperieren und Dinge tun. Und ich glaube, das muss sich erstmal in den Schulen festsetzen. Und ich glaube, dass OER da einen wesentlichen Bestandteil spielen kann. Also OER in die Schulen zu bringen, kann Digitalisierung befördern. Aber ich glaube, der andere Weg ist genau auch der, dass Digitalisierung mit allem, was dazugehört, auch den Einfluss von OER in Schulen stärken kann. Und ich glaube, die wesentliche Schwierigkeit ist tatsächlich, was wir mit ganz vielen Dingen haben, dass es gute Sachen gibt, wie zum Beispiel OER-Konzepte. Es ist unglaublich schwierig, sowas in die Fläche zu bringen. Also Schulen wirklich dahin zu bringen, damit anzufangen. Man weiß vielleicht noch, was OER ist, aber das in diesen Umsetzungsprozess zu bekommen, das finde ich extrem schwierig. Und haben Sie da von Ihrem Ministerium schon Ansätze, wo Sie sagen, das haben wir schon mal versucht, das könnte schon mal gehen. Ja. Da sind wir gerne auch mit dem BMBF zusammen an einem Strang. Genau, also wir haben ja, einmal gucken wir, wie können wir diese OER-Strategie, über die wir sehr froh sind, dass es sie gibt, weil wir hoffen, dass das OER damit so ein bisschen aus dem Nischendasein rauskommt, haben wir natürlich überlegt, wie können wir das in die Strukturen von Nordrhein-Westfalen implementieren. Und wir haben ja zum einen Medienberatende, die Schulen im Digitalisierungsprozess beraten. Aber wir haben seit Anfang des Schuljahres tatsächlich auch Digitalisierungsbeauftragte an jeder Schule in NRW.
Und wir gucken jetzt im Moment, wie wir auch in der Qualifizierung der Digitalisierungsbeauftragten OER zum Thema machen können, so dass wir das auf diesem Wege versuchen, auch in die Schulen zu implementieren. Okay, danke schon mal. Wir bleiben mal beim Thema digitale Bildung. Frau Schulze, Sie haben gesagt, wenn es übergeordnetes Ziel ist, durch die OER-Strategie chancengerechte digitale Bildung in Deutschland zu fördern, bedarf es eines systematischen und nachhaltigen Vorgehens, sowohl auf System als auch auf Einzelschulebene. Die Chancengerechtigkeit zu verbessern ist auch für das BMBF ein zentrales Ziel digitaler Bildung. Und da haben Sie ja schon konkrete Erfahrungen gemacht mit dem Konzept der Communities of Practice. Sie beschreiben das als zielführenden Ansatz, um die notwendige Vernetzung von OER-Akteuren auf unterschiedlichen Ebenen zu ermöglichen und konkrete Perspektiven für eine Verbreiterung qualitativer OER zu generieren. Können Sie das mal näher ausführen? Wie können andere Engagierte diese Communities of Practice im besten Sinne des Wortes kopieren? Ja, ich glaube, kopieren ist immer gar nicht das richtige Wort. Also ich glaube, man muss natürlich gucken, was sind die eigenen Rahmenbedingungen, was ist passend, wie kann man es passend machen und das auch prozessbegleitend und zukunftsweisend. Also wir müssen auch gucken, was ist unser persönliches Ziel auf Einzelschulebene, aber auch auf Systemebene. Und wir haben das große Glück, gefördert zu werden, in der qualitätsoffensiven Lehrerbildung und in Communities of Practice zu arbeiten und uns genau diesen Fragen zu stellen. Das Praktische oder das die große Gelingensbedingung an diesem Projekt Communities of Practice für eine Lehrkraftbildung in NRW ist, dass wir sowohl OER entwickeln und das komplett und das direkt zum Einsatz bereitstellen und gleichzeitig aber auch gucken, wie kann es gelingen, phasenübergreifend zu arbeiten. Also wie bekommen wir es hin, dass nicht nur die Universität Zulieferer ist für Schule, sondern Lehrkräfte, MultiplikatorInnen aus allen Phasen. Frau Pieper hat gerade zum Beispiel die Medienbeauftragten genannt oder aber auch die Digitalisierungsbeauftragten, die uns während des Prozesses schon Feedback zur Qualität geben, beispielsweise von OER zum Einsatz, ob das überhaupt möglich ist, wie eine passende Anbindung aussehen kann. Und dieser Ansatz trägt unser Erachtens sehr gut dazu bei, wie die Qualität auch sichergestellt werden kann von OER. Und nicht erst dann, wenn es bereitgestellt ist und vielleicht gar nicht so transparent in der Auffindbarkeit ist, sondern wirklich im Prozess selbst. Und bei solchen oder in solchen Prozessen wird auch schnell deutlich, Themen, die wir auch heute irgendwie im Rahmen von den Barcamps gedacht haben, dass es zum Beispiel ganz viele Repositorien gibt, dass es Metaportale gibt und eigentlich wir gar nicht wissen, was nutzt Schule jetzt, was nutzt Hochschule und was nutzt auch die Bildungsadministration. Und dieses Wissen das ist, das können wir in unseren Ansätzen, in den Communities of Practice gut verteilen und dann denken. Deshalb ist es ein guter Ansatz, den man weiterdenken kann und auch weiter fördern sollte, denke ich, und wo man dran ansetzen sollte, dass man den in die Breite trägt tatsächlich. Was bräuchten Sie denn dafür, um das in die Breite zu tragen? Ja, wir wissen auch, BMBF-Förderprojekte enden irgendwann. Wir haben den Vorteil in Nordrhein-Westfalen, wir sind ein Flächenstaat, sehr groß, aber wir haben den großen Vorteil in unserem Projekt, dass wir beide Ministerien mit an Bord haben, wir haben das Landesinstitut mit an Bord und wir haben alle hochschulbildenden Universitäten an Bord. Und wir merken, dass wir ganz viel anstoßen können, dass wir so den Grundstein legen, aber wir natürlich auch darauf hoffen, aufzubauen, nachhaltig und mit der OER-Strategie dann auch die Hoffnung verbunden ist, natürlich das mit weiteren Projekten, Strategien zu denken und Stichwort Kompetenzzentren, die Ausschreibung läuft gerade sowas dann auch weiterzuführen im besten Fall. Das sind, glaube ich, die Hoffnungen, die damit verbunden sind. Wir haben ganz viele Gelingensbedingungen herausgefunden, was für so eine Zusammenarbeit notwendig ist, wie sie gelingen kann, aber natürlich auch Herausforderungen, an denen wir gerne weiter feilen. Herr Zawacki-Richter, wenn Sie was dazu sagen wollen, gerne. Ja, also ich meine ja, dass Projekte uns eigentlich nicht weiterführen, sondern meine These wäre eher, Sie haben mich ja schon geoutet, dass ich hier die Hochschulbildung eher vertrete, aber in der Strategie steht ja auch, dass den Hochschulen da eine wichtige Funktion zukommt bei der Innovation von OER.
Aber OER sind ja überhaupt keine Innovationen. Also wir reden ja schon seit 20 Jahren darüber, sondern es geht ja, muss ja jetzt eigentlich darum gehen, wie können wir strategisch OER und digitale Bildungsmaterialien an Hochschulen, darüber rede ich, aber natürlich auch für Schulen verankern. Und da ist ja meine These, das ist bisher eben überhaupt kein strategisches Thema an Hochschulen. Also da muss es ja hingehen. Und deswegen brauchen wir auch OER-Policies an Hochschulen. Da muss es Treiber geben, die sowas voranbringen. Und mich würde zum Beispiel mal interessieren, hier in der Runde, unter den Teilnehmenden hier, ja, wie viele Vizepräsidenten für Studium und Lehre sind denn hier überhaupt anwesend? Meine These wäre, das sind nicht so viele. Also das Thema ist noch gar nicht so auf der Agenda der Hochschulleitung. Ja? Und da muss es, in die Richtung muss es gehen. Und deswegen, ich freue mich aber darüber, dass in der Strategie ein wichtiges Handlungsfeld ist, eben gerade diese Verbindung von OER und OEP, ja, Open Education Practice, dass wir das fördern. Aber dafür braucht es an den Bildungsinstitutionen natürlich Rahmenbedingungen, förderliche Rahmenbedingungen. Und da müsste eben top-down und bottom-up sozusagen das Thema als ein strategisches Thema platziert werden. Es geht eigentlich nur noch darum, muss immer darum gehen, um Implementierung und Förderung von OER und weniger um, wie er auch da steht, also von purer Materialerstellung hin zu einem strategischen Thema das Ganze zu entwickeln. Und Argumente dafür gibt es genug. Aber sind denn da, wenn Sie von den Hochschulen sprechen, braucht es da andere Akteure außer die Hochschule, da kann man nicht einfach sagen, go for it. Also, ne, wie Sie gesagt haben, das ist noch nicht auf der Ebene da, aber wenn es jetzt da wäre, wenn jetzt einer der VizepräsidentInnen hier im Plenum säße, würde diese Person ausreichen und dann gäbe es eine OER oder OEP oder beides Strategie oder Open Strategie an der Hochschule? Oder was würden Sie sich wünschen auch vom BMF, um diesen Prozess zu befördern? Ich meine, es ist natürlich immer schön, wenn man eine zusätzliche Förderung bekommt, aber das muss in den Institutionen selber laufen. Also da dürfen wir nicht angewiesen sein auf irgendeine Projektförderung. Also dafür sind wir auch stark genug. Und natürlich geht das immer, das ist keine Sache, die irgendwie von top-down verordnet wird, sondern natürlich muss immer ein Gegenstromprinzip laufen. Es gibt eine Bewegung, auch ich kann jetzt mal für die Uni Oldenburg sprechen. Wir haben Projekte, wo OER erstellt werden. In der Pandemie haben ja viele Lehrende sehr engagiert gearbeitet und ganz tolle Sachen gemacht. Und jetzt geht es natürlich darum, diese Dinge auch zu sichern und das sozusagen als Steilvorlage zu nutzen, um diese Materialien sichtbar zu machen. Zum Beispiel auf dem niedersächsischen OER-Portal auch zu veröffentlichen als OER. Und dann muss aber gleichzeitig von der Institution, von der Universität, müssen dann Rahmenbedingungen auch dafür geschaffen werden, dass solche Entwicklungen auch wirklich gefördert werden. Und sowas, und da braucht es Supportstrukturen und so weiter. Und sowas muss natürlich in einer OER-Policy auch dann irgendwie festgehalten werden. Also es muss immer sozusagen im Top-Bottom-Up und Top-Down natürlich laufen. Ja. Ich würde gerne nochmal dazwischen setzen, Frau Teves, auch nochmal zum Thema Vernetzung ist kein Selbstzweck und was ist denn jetzt Innovation? Was hat OER mit Innovation zu tun? Weil Herr Zawakiricht hat gerade gesagt, ich stelle es jetzt einfach mal ohne selber zu bewerten nebeneinander, OER sind keine Innovation und Sie, Frau Teves, sagen ja, die Produktion und Verwendung freier Bildungsmaterialien ermöglicht Innovation. Und sagen auch, die offene Nutzung und Gestaltbarkeit von OER-Materialien fördert und erfordert neue Formen der Vernetzung, des Austauschs und der Kollaboration. Eine damit verbundene Haltung sollte von behördlicher Seite nicht nur von den Schulen gefordert, sondern auch strukturell unterstützt und begleitet werden. Ich glaube, da sind Sie sozusagen jetzt genau d'accord mit Herrn Zawakiricht. Und Sie haben also die Behörde für Schule und Berufsbildung in Hamburg hat das Format der Innovationszirkel entwickelt, das eben auf schulübergreifende Kooperation zur Erstellung freier Lernmaterialien oder der Kompetenzentwicklung bei Schülerinnen und Schülern wie auch bei Kolleginnen und Kollegen setzt. Können Sie das auch nochmal genauer ansetzen, vielleicht auch im Unterschied zu den Communities of Practice, wie Frau Schulz es eben beschrieben hat und eben da nochmal die Frage, wie entsteht Innovation, wo entsteht Innovation? Vielleicht auch da wieder die Frage, was würden Sie sich vom BMBF wünschen, um zu unterstützen? Denn das ist ja auch das Ziel vom BMBF, Länderinitiativen verstärken, Innovation fördern.
Ja, also was wir jetzt schon gehört haben, was uns natürlich auch immer beschäftigt, top-down, bottom-up, wie kriegt man das zusammen? Und wir als Behörde natürlich erstmal in der Funktion, Strukturen zu schaffen, Anreize zu schaffen, um sich jetzt zum Beispiel auch mit OER zu beschäftigen. Was ist das überhaupt? Wie erstelle ich das? Wie kann das gut gelingen, in die Breite getragen werden? Also da Entwicklungsprojekte anzustoßen. Das ist sozusagen unsere Rolle. Und begonnen haben wir 2018 mit dem Digital Learning Lab. Das war eine Plattform von LehrerInnen für LehrerInnen in der Hinsicht, dass dort eben Unterrichtsmaterialien zu verschiedenen, also auf Basis der KMK-Kompetenzen zu Bildung in der digitalen Welt erstellt wurden. Das war sozusagen der Orientierungsrahmen, andererseits dann Anbindung an die Fächer oder auch in Kombination mit verschiedenen Tools. Und das war eben wirklich OER-Materialien für den Unterricht, um überhaupt erstmal zu zeigen, wie kann man das umsetzen. Einfach Beispiele zu schaffen, die aus der Praxis kommen, die erprobt sind und die dann eben sozusagen in die Breite geteilt werden. Und für uns war einfach total interessant zu sehen, was gibt's eigentlich schon an Schulen und diese Schätze zu heben, sichtbar zu machen und daraus auch weitere Netzwerke zu generieren. Und da jetzt kommen wir eben zu den Innovationszirkeln. Das ist ein Projekt, da sind wir jetzt im zweiten Jahr, wo wir gesagt haben, es geht jetzt nicht mehr nur in Anführungsstrichen darum, Unterrichtsmaterialien zu erstellen, obwohl ich da auch schon finde, indem ich einen Prozess anstoße, wo ich mich über Schul- und Unterrichtsgestaltung unterhalte, eben auch, was bedeutet das unter Bedingungen der Digitalität, bin ich ja schon dabei, Dinge zu entwickeln, zu verändern, weiterzudenken, mich auszutauschen, Feedback zu holen. Wir hatten es ja am Anfang auch diese Frage, wer arbeitet, wie wird in Schule gearbeitet, allein oder zusammen? Und da kommt man natürlich erstmal, hat man Anlass. Und jetzt bei den Innovationszirkeln ist es so, da kann man sich eben auch bewerben, also entweder auch zur Erstellung von Unterrichtsmaterialien, aber auch kann es auch darum gehen, Fortbildungskonzepte innerhalb der Schule oder ein bisschen breiter gedacht, Materialien zu entwickeln, um Schulentwicklung und Unterrichtsentwicklung voranzubringen. Und da ist sozusagen ein wichtiges Merkmal, dass es schulübergreifend stattfinden soll. Das heißt also, es müssen sich bis zu 3 Lehrerinnen aus unterschiedlichen Schulen zusammentun und da was entwickeln, um das eben auch noch ein bisschen auf breitere Füße zu stellen, dass man eben auch sagen kann, ja, das lohnt sich auch und ist nachhaltig und hat jetzt nicht nur eine ganz singuläre Funktion für eine Schule. Herr Zawakiri, da ist jetzt sozusagen auch nochmal ein Projekt, aber auch gleichzeitig hatten Sie gerade auch schon gesagt, die Materialien, die auch in der Corona-Pandemie entstanden sind und wie Frau Thewes gerade sagte, die es schon irgendwie gibt, die Schätze, die man heben möchte, die Materialien, die man sichtbar machen möchte. Sie haben auch nochmal den Aspekt der Qualitätssicherung angesprochen in Ihren Thesen, vielleicht wahrscheinlich auch mit Blick auf die UNESCO OER Recommendation. Sagen Sie, die Qualität von OER muss gesichert werden. Instrumente hierfür stehen zur Verfügung. Es ist eine Frage der Prozesse und der Akzeptanz. Und da würde ich Sie doch gerne nochmal fragen, welche Instrumente stehen denn konkret zur Verfügung? Sie haben ja auch den internationalen Blick. Und was ist Ihre Empfehlung? Welche eignen sich am besten? Sind das Peer-to-Peer-Verfahren, wie es in der OER-Strategie steht? Oder was ist da Ihre Erfahrung? Und wenn Sie mögen, können Sie auch nochmal erklären, inwiefern eben diese Frage der Qualitätssicherung dann zur Open Educational Practices führt. Ja, also erstmal geht es ja um Qualitätssicherung von Lernmaterialien ganz allgemein. So. Und wenn es um die Akzeptanz von OER geht, steht ja auch in der Strategie, die Qualität der angebotenen OER-Materialien entscheidet wesentlich darüber, wie intensiv OER genutzt werden. Also es steht ja auch so ganz klar in der Strategie drin. Und wir haben mal für die HU, für die Hamburg Open Online University, das ist ja so eine OER-Plattform für die 7 Hochschulen in Hamburg, mal in einem Projekt mal geschaut, den internationalen Überblick gemacht, was für Qualitätssicherung, weil die Frage war natürlich, wenn wir so ein Portal aufbauen, ja, wie können wir denn die Qualität sichern? Da kann ja nicht jeder einfach seine Sachen abladen, sondern das müssen ja irgendwie qualitätsgesicherte Materialien sein. Das ist ja auf allen Portalen so. Und jetzt sehen wir ja, dass in allen Bundesländern solche Portale entstehen. Wie sinnvoll das ist, kann man dann auch nochmal fragen. Und also es geht immer um die Frage, wie können wir auch ein Stück weit kontrollieren und die Qualität sicherstellen bei diesen Portalen.
Und eben für diese WHO haben wir mal so eine internationale Bestandsaufnahme gemacht von Instrumenten. Das ist natürlich auch als OER oder als Open Access alles erschienen, kann man finden. Und wir haben daraus in einem geförderten Projekt in diesem Programm der digitalen Hochschulbildung ein Instrument entwickelt, das iCur-Instrument, muss ich jetzt nicht lange ausführen. Das basiert aber auf all den Kriterien, die wir gefunden haben in dieser internationalen Bestandsaufnahme. Es gibt da 7, 8, 9 verschiedene Instrumente, die wir detailliert analysiert haben mit über 200 Qualitätskriterien. Daraus haben wir ein Modell gemacht mit unterschiedlichen Qualitätsdimensionen und dann in dem Projekt wirklich ein richtiges Testinstrument auch entwickelt. Aber das ist so ein bisschen, ich sage mal so, von Wissenschaftlern für Wissenschaftler. Man kann natürlich tolle Testentwicklung betreiben, aber es geht ja letzten Endes dann darum, wie können überhaupt, also ein handhabbares Instrument zu entwickeln. Wie werden denn diese Instrumente überhaupt genutzt und implementiert? In welcher Form? Und was können die denn dann überhaupt zur Akzeptanz beitragen? Und ich bin eigentlich mittlerweile der Meinung, also wenn man dann, also es geht ja mal darum, Lehrende zu überzeugen, etwas zu teilen. Das ist ja, darum geht es ja nun im Kern. Und wenn man die dann auch noch mit einem langen Qualitätssicherungsinstrument konfrontiert, dann ist das nicht besonders hilfreich. Dann bringe ich schon Materialien und dann werde ich auch noch bewertet oder kritisiert. Also interessanterweise in der Wissenschaft sind wir das ja gewohnt, wenn wir ein Peer-Review-Verfahren durchlaufen, um irgendwie einen Aufsatz zu veröffentlichen. Aber bei Lernmaterialien wollen die Lehrenden das nicht. Und daher denke ich, ist es sehr viel sinnvoller, solche Qualitätsinstrumente eher für Beratungszwecke einzusetzen. Also, dass die Beratenden, die also in einem Center for Teaching and Learning oder so, also Lehrende bei der Erstellung schon im Erstellungsprozess Lehrende begleiten in der Medienproduktion und was auch immer, sozusagen diese Qualitätskriterien natürlich im Hinterkopf haben und für ihre Beratung nutzen und nicht am Ende dann so eine summative Evaluation steht und dann wird man womöglicherweise abgelehnt und kann seine Materialien nicht veröffentlichen. Und im Portal Twillo, das ist das für Niedersachsen, für die niedersächsischen Materialien aus der Hochschulbildung, da wird unser Instrument auch in adaptierter Weise, ist ja egal, Hauptsache es wird also irgendwie eingesetzt, ja auch genutzt. Ne? Und wenn ich mir ein Projekt vom BMBF wünschen dürfte, doch noch, dann hätte ich große Lust, mal systematisch zu gucken, ja, wie denn auf diesen ganzen Portalen für die Hochschulbildung, auch für die Schule, überhaupt welche Qualitätssicherungsinstrumente eingesetzt werden. Und vor allen Dingen, es geht immer um den Prozess, also wie sind diese implementiert. Da mal eine Begleitforschung zu machen, das wäre sehr, sehr interessant, weil ja auch in der Strategie steht, dass das eben so ein zentrales Thema ist. Aber da muss man fragen, ja, welche Instrumente gibt es denn da überhaupt und wie werden sie genutzt? Das ist eigentlich die interessante Frage. Die Frage der Nutzung, das führt mich nochmal zu Ihnen, Frau Pieper. Sie haben ja auch gesagt, dass aus Ihrer Sicht die Qualität eben auch darin besteht, dass Materialien passen. Ne? Also es ist ja die eine Seite, ist, dass die Materialien geteilt werden und die andere eben aber auch, dass sie genutzt werden. Und da sagen Sie, von Landesseite zur Verfügung gestellte OER-Materialien müssen an die Lehrpläne angepasst sein und die Qualität muss gesichert sein. Das ist eine große Herausforderung. Ist das denn in der Bildungsmediathek NRW schon der Fall? Und was sagen Sie vielleicht auch zu den Ideen von Herrn Zawacki-Richter? Welche Form der Qualitätssicherung erscheint Ihnen als geeignet? Und Ihr Mikro müssen Sie wieder anmachen. Ja, ich glaube, wir müssen unterscheiden, tatsächlich Material, was das Ministerium zur Verfügung stellt und das, was eine immer beliebige Plattform zur Verfügung stellt. Also wir nehmen in Teilen der Lehrkräfte eine große Verunsicherung wahr, was digitale Lernmittel betrifft. Das betrifft nicht nur OER, sondern alles. Sondern bei uns kommen ja ständig die Fragen an, darf ich das nutzen? Ist das sinnvoll? Ist das an den Lehrplan angepasst? Und ich glaube, als Ministerium muss ich, wenn ich das übers Ministerium was zur Verfügung stelle, muss ich einfach sagen, ja, das ist so, du kannst das nutzen. Und das zu kontrollieren, halte ich für extrem schwierig. Aber in der Bildungsmediathek machen wir das tatsächlich. Wir haben eine redaktionelle Kontrolle und gucken uns das an und versehen das dann ja auch mit Hinweisen, in welcher Altersstufe und für welches Fach das geeignet ist.
Aber ich glaube, dass, ich sag mal so, die Fesseln, die sind bei einem Ministerium ja wahrscheinlich größer, wie wenn ich eine Plattform schaffe, die jetzt nicht irgendwie vom Ministerium aufgesetzt wird, wo ich so einen Anspruch dafür habe, vor allem diese Lehrplankonformität, was ja auch in den Ländern total schwierig ist, jetzt auch noch zu unterscheiden. Was kann ich in NRW nutzen? Was kann ich in anderen Bundesländern nutzen? Und so ein weiteres Problem ist für uns im Moment eigentlich, dass wir natürlich versuchen, die Lehrkräfte in NRW, sage ich mal, auf eine Plattform zu führen, wo wir ihnen sagen, pass mal auf, geh da hin und da findest du was. Das ist die Bildungsmediathek NRW. Und wir müssen einfach gucken in diesem ganzen Bereich, dass man Lehrkräfte auch nicht damit überfordert, indem wir jetzt so Parallelstrukturen jetzt aufbauen. Dass wir halt ständig, sage ich mal, also viele Lehrkräfte sind ja dann auch irgendwann genervt, wenn sie sich da durchklicken von einer Plattform zur nächsten. Also unser Ziel ist es natürlich, irgendwie einen Landepunkt zu haben, wo wir sagen, da findest du das. Und das ist irgendwie kontrolliert und du kannst das mit Sicherheit nutzen. Du musst dir keine Sorgen machen, da irgendwelche datenschutzrechtlichen Dinge zu verletzen. Es gibt ja auch Sicherheit in den Schulen, sich überhaupt auf digitale Lernmittel einzulassen. Frau Schulze, Frau Teves, Sie nicken beide. Ich möchten Sie da was ergänzen? Ich habe da auch eine Meinung zu, aber ich möchte die jetzt, genau, bin nicht diejenige, deren Meinung gerade spannend ist. Also ich wollte nur ergänzen, das kommt natürlich bei uns auch an, aber was mir einfach in dem Punkt nochmal wichtig ist, so grundsätzlich, um das nochmal zu ergänzen, ist einmal so eine Haltungsfrage dieser ganzen Sache gegenüber. Wir haben eben schon angesprochen, Kultur des Teilens, für mich gehört genauso auch eine Fehlerkultur dazu. Ja. Also auch meine Rolle als Behörde ist, sie nicht zu kontrollieren und zu gucken, was macht ihr da, ist das richtig, und das inhaltlich zu bewerten, sondern eher auch zu sagen, wirklich anzuregen, zusammenzuarbeiten, dabei auch Spaß zu haben. Also mir geht das ja auch selber so, ich bin ja Lehrerin und ich habe natürlich auch Freude, mich auszutauschen. Ich möchte natürlich auch Feedback zu meinen Materialien, und das ist ja auch ein positives Erlebnis zu sehen, okay, das kommt an, da helfe ich anderen mit, und andersrum genauso auch übernehme ich natürlich oder bin ich dankbar, wenn ich von jemand anderem was kriege, wo ich merke, ja, das passt und so funktioniert's. Und irgendwo muss ich auch sagen, das ist ja auch Teil einer Kompetenz als Lehrerin, auch ohne OER, dass ich auswählen muss, was passt zu mir. Und die Frage der Kontrolle und der Qualitätssicherung im Netz, gibt es so viele Sachen, also da einen Überblick zu behalten. Und genauso aber auch nehme ich ja nicht eins zu eins das, was irgendwo im Lehrbuch steht oder so, sondern so die Frage, was passt zu meiner Lerngruppe, was passt in meinen Kontext jetzt, das diese Arbeit muss ich ja irgendwo immer leisten. Und deshalb finde ich da jetzt nur so drauf zu gucken im Sinne von, wie kann man das kontrollieren, oder sondern eher auch ja zu sehen, dass man da auch einen großen Gewinn draus mitnehmen kann aus diesen ganzen Entwicklungsprozessen. Da, wenn ich darf, reagiere ich da sofort mal drauf. Also ich finde das auch wichtig, aber ich glaube, dann muss man das als solches einfach deklarieren. Ja, also wir überlegen zum Beispiel bei der Bildungsmediathek, einen Bereich auszubauen, wo wir so einen Austausch mit Lehrkräften möglich machen, wo man sich austauschen kann. Wir sind auch mit dem FEU da unterwegs, weil ja auch auf Bundesebene da durchaus Überlegungen stattfinden. Also ich glaube tatsächlich, dass man diesen ganzen Bereich des Austauschs irgendwie sehr viel ausweiten muss. Aber ich glaube, dass da eine Absprache zwischen den Ländern einfach wichtig ist und dass da jetzt nicht jedes Land eigene Wege beschreitet. Frau Schulze, das finde ich irgendwie gerade nochmal einen guten Hinweis, so, ne, die einzelnen Länder und die unterschiedlichen Akteure, auch Akteurinnen, Menschen, die mitmachen wollen. Sie sagten ja auch zur Umsetzung der OER-Strategie, das ist das Mitdenken unterschiedlicher Ausgangslagen und im Spezifischen der damit verbundenen Akteursgruppen über die erstellenden und nutzenden Personen hinaus erfordert. Also was erfolgt daraus? Was bedeutet das? Vielleicht auch für die Infrastruktur und die bildungsbereichsübergreifenden Initiativen. Haben Sie da Erfahrungen oder Vorschläge an das BMBF? Genau, ich glaube, was ganz wichtig ist, dass das wurde auch in der Veranstaltung hier deutlich, dass wir natürlich auch eine große Schere haben zwischen Lehrkräften, die OER schon nutzen und die OER noch nie gehört haben. Und dass genau diese Übersichtlichkeit braucht. Herr Zawacki-Richter hat eben gerade gesagt,
OER ist keine Innovation. Ich glaube schon, dass das eine Art Innovation für viele doch ist, die immer wieder spiralförmig aufkommt in Schule und die auch so mitgedacht werden muss, in Verbund mit ganz vielen anderen Herausforderungen, die wir derzeit haben. Also sei es jetzt Lehrkräftemangel etc. Und hier müssen wir gucken, wie erreichen wir wirklich alle mit einer Strategie. Die Pioniere, so nenne ich sie jetzt mal, können sich darauf beziehen und sich Sicherheit holen und nochmal darauf verweisen und sagen, es geht voran und jetzt bringen wir das in die Breite. Das ist, glaube ich, das eine. Aber wir müssen auch gucken, dass wir die anderen nicht verlieren, die anderen Lehrkräfte, und schauen, dass wir sie mitnehmen. Und ich glaube, da muss es bei der Umsetzung der Strategie, und vielleicht können wir da morgen auch gute Impulse in den einzelnen Sessions erreichen, das Mitdenken von Schulleitung beispielsweise, Schulleitung, Qualifizierung als Prozess, als Machtmotor in Schule, die wirklich diese Verbindlichkeit schaffen. Weil wir wissen auch, dass das Austauschen und das Teilen von Materialien nicht der Standard in Schule ist. Das zeigen immer wieder die Daten, dass gerade die hohen Formen der Kooperation, der Zusammenarbeit zwischen Lehrkräften noch nicht wirklich in Schule Umsetzung findet. Und hier braucht es, glaube ich, Wege und Möglichkeiten, genau diese Prozesse zu unterstützen. Durch A natürlich Übersichtlichkeit in Metaportalen, durch Qualitätsstandards, aber auch durch Austauschräume, durch Erprobungsräume, die wir schaffen, in digitalen Settings, wie Frau Pieper es gerade geschrieben hat, aber auch wirklich vor Ort in Schule und auf Kommunenebene beispielsweise. Und das wird natürlich schwieriger, wenn wir über Grenzen gehen, also Institutionsebenen, Phasen, Länder. Ich glaube, dann wird es ganz kompliziert. Es gibt so viele Portale. Und das sind, glaube ich, Handlungsfelder, die wir angreifen müssen und damit aber und an das anknüpfen, was beständig ist, und dabei niemand vergessen, glaube ich. Ich glaube, ein wichtiger Aspekt, den Sie jetzt noch nicht genannt haben, ist aber auch die Infrastruktur, die technische. Und Herr Zawacki-Richter, Sie melden sich schon, da haben Sie ja auch noch schon die These mitgeschickt, dass Sie meinen, wir brauchen in Deutschland eine zentrale Anlaufstelle, Infrastrukturportal für OER. Und da jetzt schon nochmal die Frage, ja, ist das wirklich so oder ist nicht auch Dezentralität und Vernetzung das Wort der Stunde? Also das BMBF spricht in seiner Strategie ja von technischer Interoperabilität, Metadatenstandards, Schnittstellen. Frau Schön hatte gestern ihre Keynote und hat aus Österreich erzählt, dort gibt es eine OER-Zertifizierung. Dafür braucht man eine OER-Strategie, OER-Repositorium und OER-Practitioners. Das heißt also, ne, erst mit einem eigenen Repo kriegt man erst eine Zertifizierung. Insofern da nochmal die Frage an Sie, wie passt so der Wunsch nach der zentralen Anlaufstelle auch zu den unterschiedlichen Ausgangslagen, die Frau Schulze beschrieben hat, die unterschiedlichen Situationen, Standards an Schulen, aber eben auch anderen Akteuren? Und ist die nationale Bildungsplattform die Antwort oder das OER-Portal Wir lernen online oder Sodix Mundo? Also vielleicht können Sie da Ihre Idee von zentraler Anlaufstelle nochmal konkretisieren. Das weiß ich nicht. Erstmal wollte ich sagen, also Innovation ist ja immer eine Sache der Perspektive und ich wollte ja nur etwas provozieren, also Entschuldigung dafür. Ich rede jetzt wieder mehr so für den Hochschulbereich. Ist klar, wenn man natürlich, wenn es in einem Bundesland sozusagen die Materialien sich an einem bestimmten Lehrplan und Vorgaben richten, dann ist es natürlich sinnvoll, sozusagen ein landesweites Portal zu haben. Aber in der Hochschulbildung sehen wir ja, dass wir eben in verschiedenen Bundesländern jetzt solche Portale aufwachsen. Und ich finde, wenn es um deutschsprachige Materialien geht, jetzt für die Hochschulbildung mal gesprochen, dann ist ja auch ein wesentlicher Faktor für die Akzeptanz auch, dass ich dann entsprechend was finden kann. Also dass es auch eine kritische Masse an Materialien gibt. Im englischsprachigen Raum, wenn ich englischsprachige Lernmaterialien suche, dann gibt es Portale wie Merlot oder so, wo ich zehntausende Materialien für alle möglichen Studienfächer finde. Und das war ja bisher für Deutschland überhaupt nicht der Fall. Das ist jetzt überhaupt erst im Entstehen. Und wenn Sie sich jetzt mal einzelne Portale ansehen, dann finden Sie da auch gar nicht so viele Materialien. Und da denke ich, wir brauchen also sozusagen, das ist das dezentrale System, das wir haben, und das wird man auch nicht ändern können. Aber was wir brauchen, ist sowas wie eine Art Meta-Suchmaschine darüber gelegt,
Also es geht jetzt nicht darum, dass wir an einer zentralen Stelle alles bündeln, sondern wir haben dieses dezentrale System, aber es braucht so eine Art deutschsprachiges Portal, das sozusagen all diese Plattformen miteinander verknüpft. Das ist also eher ein Thema für die Informatik, da Schnittstellen zu schaffen, um überhaupt eine kritische Masse an Materialien zu haben. Und das steht ja übrigens auch in den, jetzt gerade sind ja auch die Empfehlungen des Wissenschaftsrates erschienen zur Digitalisierung von Studium und Lehre. Und interessanterweise kommt da ja auch oft das Thema OER zur Sprache und genau diese Empfehlung steht da auch drin, dass wir eben eine Art Meta-Suchmaschine brauchen. Frau Pieper, da würde ich gerne nochmal an Sie geben, bevor wir uns auch gleich den Fragen aus der Community widmen. Da sind nämlich schon ein paar zusammengekommen. Sie haben ja auch gesagt, es müssen zwei Wege beschritten werden. Also zum einen kleine OEP-Initiativen an den Schulen und auf der anderen Seite professionelle OEP-Initiativen über die Schule hinaus. Ich glaube, ja, wahrscheinlich gibt es so einen Konsens, dass man sagt, wir brauchen ganz viel und darüber so ein Referatorium, die Mastersuche, die alles erreicht. Aber vielleicht trotzdem nochmal die Frage, was bedeutet sozusagen auch diese zwei Wege aus Ihrer Sicht für die Infrastruktur und auch, was Herr Zachgerichter gerade beschrieben hat. Kann es im föderalen Deutschland eine zentrale Anlaufstelle für OER geben? Was würde die KMK dazu sagen? Wie schätzen Sie das ein? Ich würde Herrn Zawacki-Richter da recht geben, dass es, glaube ich, gar nicht so sehr um die zentrale Anlaufstelle geht, sondern eher auch um Schnittstellen. Also ich sag mal, wenn ich als Schule, für meine Schule einen OER-Bereich mache, dann glaube ich, muss ich den irgendwo ablegen können, wo Dinge auch noch überschaubar sind. Also wo ich es auch wiederfinde. Das darf nicht auf einer riesengroßen Plattform verschwinden. Ich glaube, das wird viele Schulen auch überfordern. Während ich finde, dass wir halt professionelle Entwickler von OER brauchen, die halt schulübergreifend, schulformübergreifend einfach Dinge entwickeln. Da fände ich halt eine große Plattform, die, sag ich mal, sehr gut durchsuchbar ist, fände ich eigentlich das geeignete Mittel. Aber letztendlich wird es halt darum gehen, diese Dinge alle miteinander zu verbinden. Und ich glaube, da könnte das BMBF tatsächlich auch so eine Diskussion vorantreiben, um eine Lösung zu finden, die all diesen Ansprüchen gerecht wird.